Sawadika, herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Gottes. Gott wird Ihnen den richtigen Weg zeigen. Lasst den Heiligen Geist Ihre Augen öffnen, dass Sie das Himmelreich sehen und dass Sie seine Stimme hören. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und genieße das Wort Gottes. Gottes Segen. Sawadika. Khopecha uoipon na krab. Gott segne euch ganz reichlich. Wir freuen uns sehr, dass wir uns wieder treffen unter der Lehre von Pastor Lau. Heute werde ich lehren über den Austausch am Kreuz Jesu. Dieser Austausch am Kreuz Jesu vor 2000 Jahren, der hat eigentlich keine Argumentation. Denn Jesus hatte diese Strafe überhaupt nicht verdient. Jesus hatte nie gesündigt. Er hat nie gegen Gott rebelliert. Jesus war heilig. Und er sollte eigentlich alles Gute bekommen vom Himmel. Aber wir Menschen, wir haben gesündigt, wir haben Böses getan. Und durch die Gerechtigkeit Gottes sollten wir eigentlich die Strafe bekommen. Aber dort am Kreuz, da hat Jesus das Böse, die Strafe für uns auf sich genommen. Und er bietet uns das Gute an, das durch seine Tat gekommen ist. Gott sei Dank, dass er uns so geliebt und so gnädig mit uns ist. Durch diese Gnade Gottes bietet er uns dieses Gute, also dieses wunderbares Geschenk an, das wir aber durch den Glauben annehmen müssen. Dieser Austausch, der ist total unverdient. Unreasonable exchange. In Englisch heißt es ein Austausch, der eigentlich überhaupt nicht auszudenken ist. Wir haben die zwei ersten Folgen schon gelehrt über dieses Thema. Und wenn du es noch nicht gehört hast, hör es noch bitte noch mal an. Vor 2000 Jahren hat Jesus das Böse geopfert, um das Gute zu bringen. Vor 2000 Jahren hat Jesus alles getan, damit wir das Beste bekommen können, was uns eigentlich gar nicht zusteht. Und bei den letzten Lehreinheiten haben wir gehört, dass Jesus das Böse, das Schlechte auf sich genommen hat, damit wir das Gute bekommen können. Und am Kreuz hat er unsere Krankheit auf sich genommen, damit wir durch ihn geheilt werden. Gott hat meine Frau geheilt
Und die Ärzte hatten keine Chance mehr für sie. Und Gott hat mich schon von vielen Krankheiten auf wunderbare Weise geheilt. In der New Hope Gemeinde gibt es einige Mitglieder, die von Krebs auf wunderbare Weise geheilt worden sind. ที่วางใจในพระเจ้าเราสามารถคาดหวังที่จะมีชีวิตอย่างสุขภาพที่ดีได้ Und durch den Glauben können wir fest daran also können wir das festmachen dass wir ein Leben ohne Krankheiten haben können durch die Gnade ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน Lass uns zusammen beten ข้าแต่พระบิดาเจ้า Himmlischer Vater ขอพระองค์สอนพวกเรา Lehre du uns bitteช่วยให้เราเกิดความเข้าใจความจริงของพระองค์ Hilf uns, dass wir deine Wahrheit richtig verstehen. และขอให้ความจริงเหล่านี้นําไปสู่ความเชื่อในจิตใจของเรา Und dass uns diese Wahrheit zum tiefen echten Glauben führt in unserem Herzen. ขอพระเจ้าเมตตาให้พี่น้องทุกคนที่ฟังคําสอนนี้ได้มีประสบการณ์กับสิ่งดีที่พระองค์จัดสรรให้กับเขาHerr, hilf du allen durch deine Gnade, die das jetzt hören, dass sie das wirklich auch im Leben erfahren. Im Namen Jesu. Wir glauben. Amen. Amen. In Jesaja 53, Vers 10. พระคัมภีร์บอกว่าแต่ก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะทำให้ท่านฟกช้ำท่านก็คือพระเยซูนะครับด้วยความเจ็บไข้เมื่อพระองค์ทรงกระทำให้จิตวิญญาณของท่านก็คือพระเยซูเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปท่านจะเห็นพงพันธุ์ของท่านและท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่านน้ำพระทัยของพระเจ้าจะเจริญขึ้นในมือของท่านDa lesen wir, doch es war der Wille des Herrn, er, nämlich Jesus, musste leiden und blutig geschlagen werden, wenn er, Jesus, mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat. Dann wird er Nachkommen haben. Er wird weiter leben und den Plan des Herrn ausführen. Ich möchte den Satz, der sagt, wenn der Herr uns so gemacht hat, dass der Wille von euch ein Kreuz für die Thai-Bab ist.Ich möchte das noch näher erklären, wie er für unsere Schuld bezahlt hat. หลายพันปีก่อนพระเยซูมาบังเกิดนั้นโมเสสได้รับกฎบัญญัติจากพระเจ้า Viele Jahre vor Jesus hat Mose das Gesetz von Gott bekommen. และกฎบัญญัติอันนึงก็คือว่าผู้ที่เชื่อพระเจ้าในยุคนั้นคือชาวฮีบรูจะต้องมาสารภาพบาปต่อพระเจ้าและขอพระเจ้ายกโทษ Und damals zu Moses Zeiten mussten die Kinder Israel ihre Schuld ihre Sünde vor Gott bekennen เนื่องจากพระเจ้าทรงรักมนุษย์รักลูกของพระองค์ยินดียกโทษให้ Und aus der Liebe Gottes ist der Wille vergibt uns freudig und gern แต่เนื่องจากพระองค์ทรงยุติธรรมHe is a just God. พระองค์ยุติธรรมดังนั้นความผิดทุกอย่างที่มนุษย์ทำต้องถูกชดใช้ Aber gleichzeitig ist Gott ein gerechter Gott und darum müssen die Menschen durch seine Gerechtigkeit auch, wenn sie gesündigt haben, bestraft werden. ดังนั้นกฎบัญญัติที่พระเจ้าให้กับโมเสสในหนังสือพระคัมภีร์เก่าคือว่าชาวอิสราเอลหรือชาวฮีบรูจะต้องเอาสัตว์ตัวนึงมาเป็นเครื่องถวายบูชา Und damals zu Moses Zeiten hat Gott den Auftrag gegeben, dass sie ein Tier Gott geopfert haben, das ja auf einem Altar verbrannt wurde. สัตว์นั้นอาจจะเป็นแกะเป็นแพะหรือเป็นวัว Das konnte ein Schaf, eine Ziege oder ein Rind sein.ชาวยิวนั้นก็ต้องมายืนอยู่ต่อหน้าสัตว์แล้วก็ต่อหน้าปุโรหิต Und wer gesündigt hatte, der stand dann vor dem Tier, das geschlachtet wurde und vor dem Hohen Priester.
ต่อหน้าพระเจ้า und vor Gott ที่พระวิหาร im Heiligtum Gottes แล้วเขาก็จะสารภาพบาปของเขาและบอกว่าความบาปนี้ได้ตกลงบนตัวสัตว์นั้น und dann wird er seine Hand auf das Tier legen und seine Schuld bekennen und damit legt er seine Schuld auf dieses Opfertierในภาพฝ่ายวิญญาณสัตว์นั้นก็รับความบาปของคนคนนั้นหรือชาวยิวกลุ่มนั้น geistlichen Sinne hat damals dieses Opfertier die Schuld auf sich genommen หลังจากนั้นสัตว์นั้นก็จะถูกฆ่าให้ตาย und danach wurde dieses Tier getötet ความตายของสัตว์นั้นก็คือจ่ายราคาของความบาปของคนที่มาสารภาพบาปนั้นUnd dass dieses Tier getötet worden ist, das war praktisch das Bild dafür, dass es die Strafe auf sich genommen hat. Und dieses Bild von dieser Zeremonie, dass dieses Tier getötet worden ist, ist ein Bild für eine Vision für Jesus, der für uns dann gestorben ist. Und damals wurde jedes Jahr immer wieder Tieropfer gebracht. Aber als Jesus gestorben ist am Kreuz,hat er das Opfer auf sich genommen, einmal und für alle. Und heute, als Christen, brauchen wir keine Tiere mehr zu töten. Denn der einmalige Tod Jesu am Kreuz hat alle Schuld der ganzen Welt auf sich genommen. พระเยซูรับความบาปของท่านและผมและคนทั่วโลกนี้ Dort am Kreuz hat Jesus deine Schuld und unsere Schuld und die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen. และเมื่อความบาปเข้ามากระทบจิตวิญญาณของพระองค์พระองค์ก็เลยต้องตายบนไม้กางเขน Und als diese Schuld der ganzen Welt auf Jesus gefallen ist, da musste er sterben. ที่จริงพระองค์ตายบนไม้กางเขนไม่ใช่เพราะถูกตรึงกางเขนนะครับEigentlich ist Jesus nicht gestorben, weil er ans Kreuz geschlagen worden ist. Er starb, weil er die Schuld unserer der ganzen Welt auf sich genommen hat. Dort am Kreuz ist Jesus in wenigen Stunden gestorben. Normalerweise hat es 24 bis 48 Stunden gedauert, bis einer, der ans Kreuz geschlagen worden ist, endlich gestorben ist. Aber bevor die Sonne unterging, war Jesus schon gestorben. Und in Jesaja 53 Vers 12 lesen wir. พระคัมภีร์บอกว่าเพราะท่านก็คือพระเยซูเทวิญญาณจิตของท่านถึงความมรณา Denn er hat sein Leben geopfert und sich zu den Sündern zählen lassen. พระเยซูสิ้นใจตายเพราะรับความบาปของเรา Jesus ist am Kreuz gestorben, weil er unsere Schuld auf sich genommen hat. พี่น้องครับมีการแลกเปลี่ยนที่ไม้กางเขนเกิดขึ้น Ihr Lieben und da ist dieser Austausch entstanden คือที่ไม้กางเขนนั้นพระองค์รับความบาปของท่านและผมลงบนจิตวิญญาณของพระองค์ Dort am Kreuz hat Jesus deine und meine Schuld auf sich genommen แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนที่ไม่สมเหตุสมผลคือพระองค์เอาความชอบธรรมของพระองค์ลงมาบนชีวิตของเราUnd da ist dieser Austausch, den wir überhaupt nicht verdient hätten, entstanden, dass er uns sein Leben dafür gibt. Und diese Wahrheit lesen wir bei
Paulus in 2. Korinther 5, Vers 21. อาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำให้พระองค์ก็คือองค์พระเยซูคริสต์ผู้ไม่มีบาปกลายเป็นคนบาปเพื่อว่าเราในพระคริสต์นั้นความซื่อสัตย์ของพระเจ้าจะได้เห็นเด่นชัดในตัวเราก็คือว่าเราจะเป็นผู้ชอบธรรมในสายตาของพระเจ้านั่นเอง Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. เห็นภาพไหมครับว่ามีการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นระหว่างเรากับพระเยซูที่ไม้กางเขน Seht ihr dieses Bild von diesem Austausch am Kreuz? ที่ไม้กางเขนนั้นพระเยซูรับความบาปของท่านกับผม Dort am Kreuz hat Jesus deine und meine Schuld auf sich genommen. แล้วเราก็รับความชอบธรรมของพระองค์มาบนตัวเรา Und wir empfangen von ihm seine Gerechtigkeit. นี่ไม่ใช่ความชอบธรรมที่มนุษย์ทำความดีในโลกนี้ว่าฉันทำความดีและมีความชอบธรรม Und diese Gerechtigkeit kommt nicht dadurch, dass wir gute Werke getan hätten. ท่านอาจจะบอกว่าท่านเคยไปช่วยคนยากจน Du sagst vielleicht, ich habe Armen geholfen. ไปช่วยคนสร้างบ้าน Ich habe jemandem geholfen, sein Haus zu bauen. ช่วยขับรถพาคนไปที่ทำงาน Und ich habe andere mit dem Auto zur Arbeit gefahren. เมื่อว่าท่านจะทำดีอะไรก็ตามความชอบธรรมของท่านเปรียบเทียบกับพระเจ้าไม่ได้เลย Alle diese guten Werke, die du vielleicht getan hast, die kann man mit Gott überhaupt nicht vergleichen. ที่จริงแล้วพระคัมภีร์บอกว่าความดีของมนุษย์นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับความชอบธรรมของพระเจ้าเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้ว Wenn man unsere guten Werke vergleicht mit der Gerechtigkeit Gottes, dann bleibt nur noch alte Lumpen übrig.ความชอบธรรมของพระเจ้านั้นไม่มีบาปเลยแม้แต่นิดเดียว Diese Gerechtigkeit von Gott, die hat, da ist überhaupt keine Schuld und keine Sünde mehr übrig. พระองค์ไม่เคยทำบาปเลย Jesus hat nie gesündigt. และสวรรค์อยู่สูงกว่าโลกมนุษย์ชั้นใด Und genauso wie der Himmel höher ist als diese Erde. ความชอบธรรมของพระเจ้าก็อยู่สูงกว่าพวกเราSo ist auch diese Gerechtigkeit Gottes höher als unsere guten Werke. พระเยซูยื่นความชอบธรรมให้แก่เราไม่ใช่ความชอบธรรมของเราแต่เป็นความชอบธรรมของพระองค์ Jesus bietet uns diese Gerechtigkeit an, nicht unsere Gerechtigkeit, sondern seine Gerechtigkeit. ดังนั้นเมื่อท่านมาเป็นลูกของพระเจ้า Und wenn du sein Kind geworden bist, มาเชื่อในพระเยซู an ihn glaubst, an Jesus.และมีความเชื่อในสิ่งที่พระเยซูทำให้แก่ท่านที่ไม้กางเขน Und das fest glaubst und vertraust, was Jesus für uns für dich getan hat am Kreuz. พระองค์ก็รับความบาปของท่านไป Dann hat er deine Schuld auf sich weggenommen. และพระองค์ก็ยื่นความชอบธรรมให้แก่ท่าน Und er gibt dir seine Gerechtigkeit. และท่านก็รับความชอบธรรมด้วยความเชื่อ Und das nimmst du in Empfang.Durch den Glauben. เวลาที่พระบิดาในสวรรค์มองท่านพระองค์ไม่ได้มองท่านเป็นคนบาปอีกต่อไป Wenn der himmlische Vater dich anschaut, dann sieht er keinen Sünder mehr wie bisher. เหตุผลนี้เองเวลาที่คนเรียกคริสเตียนนั้นไม่ได้เรียกว่าเป็นแค่คนบาปแต่เราถูกเรียกว่าเป็นนักบุญหรือภาษาอังกฤษบอกว่า saints saints. Und deshalb bezeichnet die BibelDie Christen nicht mehr als Sünder, sondern als Heilige. Ajahn Helmut ก็เป็นนักบุญเป็นเซนผมก็เป็นเซนและถ้าท่านเชื่อพระเจ้าท่านก็เป็นนักบุญเหมือนกัน Pastor Helmut und ich, wir sind Heilige in Gottes Augen. ท่านเป็นนักบุญเพราะท่านรับความชอบธรรมของพระเจ้าเข้ามา Und er ist ein Heiliger, weil er diese Gerechtigkeit Gottes aufgenommen hat, angenommen hat. ตั้งแต่ผมเข้าใจเรื่องนี้นะครับผมไม่เรียกสมาชิกในโบสถ์ผมว่าเป็นคนบาปอีกต่อไป Und seitdem ich das begriffen habe, habe ich meine Mitglieder in der Gemeinde nicht mehr als Sünder bezeichnet. ผมเรียกพี่น้องในโบสถ์ว่าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้ชอบธรรม Und darum bezeichne ich oder rede ich meine Mitglieder nicht mehr als Sünder an, sondern als Gerechte und als Heilige.ใช่พวกเราทุกคนเป็นมนุษย์ที่มีธรรมชาติของความบาปอยู่ในตัว
Sicher, wir sind und bleiben Sünder und wir haben diese sündige Art in uns drin. Aber unsere Stellung, in unserer Stellung sind wir keine Sünder mehr. Und in unserer Stellung, da sind wir Heilige und Gerechte. Ich möchte es nochmal vergleichen. Meine Augen, die sehen immer noch wie bei den Thailändern oder Chinesen aus. Und ich esse auch noch Reis und Fischwasser. Aber der Stellung nach bin ich jetzt Amerikaner, denn ich habe die amerikanische Staatsangehörigkeit angenommen. Und ich habe ein Passport von Amerika. Auch wenn die alte Art noch in uns drinsteckt, die sündige, sind wir in unserer Stellung nach Gerechte. Und wenn der himmlische Vater dich anschaut, dann sieht er keinen Sünder mehr, sondern er sieht in dir die Gerechtigkeit und einen Heiligen. Ich möchte euch ganz viel Mut machen, diese Gerechtigkeit im Glauben anzunehmen. Kannst du das annehmen oder akzeptieren, dass wir sagen, jeder ist ein Sünder und ist als Sünder geboren? Manchmal lüge ich oder kann manche Leute nicht leiden. Manchmal habe ich böse oder schlechte Gedanken. Und sage etwas Böses oder rede schlecht über andere. Aber sobald ich merke, das war Sünde, dann kehre ich sofort um und bekenne diese Sünde. Und glaube im selben Augenblick, dass Jesus diese Sünde weggenommen hat ans Kreuz. Und dann bin ich wieder ein Gerechter. Könnt ihr euch vorstellen, wie toll das ist, dass wir Gerechte sind? Das ist so toll und so gut. Wir sind Kinder Gottes. Und er versorgt uns bis in die kleinsten Kleinigkeiten hinein. Und das Gute, der zweite Punkt. พระคัมภีร์บอกว่าความบาปทำให้เราถูกแยกออกจากพระเจ้า Durch die Sünde wurden wir von Gott getrennt. ความบาปทำให้พระเจ้าไม่ได้ยินคำอธิษฐานของเรา Und Gott hört unsere Gebete nicht, wenn wir in Sünde leben. แต่เมื่อพอเรามาเป็นผู้ชอบธรรมโดยทางพระเยซูคริสต์ Aber wenn wir gerecht geworden sind durch den Herrn Jesus Christus. เมื่อเราอธิษฐานขอสิ่งใด Wenn wir etwas bitten vom Vater.พระองค์ก็จะฟังคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรม Dann hört er diese Bitten von den Gerechten. และพระองค์ก็จะตอบคำอธิษฐาน Und dann antwortet er auf diese Bitten. ผมขอบคุณพระเจ้าเป็นคริสเตียนมา38ปีพระเจ้าตอบคำอธิษฐานผมเยอะมากๆเลย Und ich kann Gott nur danken. Seit 38 Jahren bin ich Christ und er hat mir so oft meine Gebete erhört.และเหตุผลหนึ่งที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานผมก็เพราะผมเป็นผู้ชอบธรรม Und der hauptsächliche Grund, warum er mich hört, ist, dass ich ein Gerechter geworden bin. พระคัมภีร์สัญญาว่าผู้ชอบธรรมนั้นจะไม่อดอยากไม่ต้องไปขออาหารคนกินไม่เป็นขอทาน Die Bibel sagt ganz deutlich, der Gerechte wird nicht betteln gehen oder wird nicht arm sein.พระคัมภีร์สัญญาว่าผู้ชอบธรรมนั้นลูกหลานของเขาจะได้รับการดูแลจากพระเจ้า Und die Bibel hat uns verheißen, dass die Kinder der Gerechten, dass es denen gut geht und dass sie gedeihen. ดังนั้นอยากหนุนใจพี่น้องนะครับต่อไปนี้อย่ามองตัวเองว่าไม่เอาไหนเป็นคนไม่ดีพระเจ้าไม่รัก
Und ich möchte euch wirklich Mut machen. Schaut euch nicht selber als schlechte Menschen an, als Sünder, die Gott nicht lieb hat. Und von jetzt ab, schau dich an als einen, der Gott, den Gott liebt, weil er die Gerechtigkeit Gottes in sich trägt. Und jedes Mal, wenn du betest im Namen Jesu, dann darfst du wissen, Gott hört mich und er antwortet. Gott passt ganz genau auf dich auf, weil keine Mauer mehr zwischen dir und Gott steht. Und wem könnte es besser gehen als dem, der gerecht geworden ist? Und dieser eine ist Jesus Christus, der sein Leben am Kreuz dahin gegeben hat und hat unsere Schuld und Sünde auf sich genommen. นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้คริสเตียนที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้รักพระเยซูมากๆ Und das ist der Grund, warum die Christen, die das wirklich verstanden haben, Jesus immer mehr lieben. ผมกับอาจารย์ดาภรรยาของผมรักพระเยซูมาก Ich und meine Frau Pastor Da, wir lieben Jesus sehr. เรายินดีทำทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า Und wir machen alles gerne, damit Gott die Ehre bekommt.เพราะเราซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ Wir sind sehr betroffen und die Gnade Gottes hat uns sehr stark beeinflusst. เราขอบคุณพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้แก่เรา Und wir können Gott nicht genug danken für das, was er für uns getan hat. ที่โดยความตายของพระองค์ทำให้เราได้กลับคืนดีกับพระบิดา Dass wir durch den Tod Jesu versöhnt worden sind mit dem Vater. Durch seine Wunden wurden wir auch von den Krankheiten geheilt. Und durch diese Gnade Gottes sind wir, meine Frau, da und ich und auch die Mitglieder in der Gemeinde, alle sind sie Gerechte.อยากถามว่าท่านเชื่อพระเยซูหรือยัง Ich möchte Sie fragen, glaubst du jetzt an Jesus oder noch nicht? ถ้าท่านยังไม่เชื่ออยากหนุนใจให้ท่านรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต Und wenn du Jesus noch nicht aufgenommen hast in dein Leben, nimm ihn heute auf. ถ้าท่านเชื่อแล้วอยากหนุนใจให้ท่านรับความชอบธรรมด้วยความเชื่อ Und wenn du ihn schon aufgenommen hast, wenn du an ihn glaubst, dann nimm das an, diesegewissheit der Errettung und der Gerechtigkeit in dir. Und ihr könnt ja jetzt mal nachbeten, was ich sage. Himmlischer Vater, ich gebe zu, ich bin ein Sünder. Ich glaube fest, dass Jesus meine Schuld auf sich genommen hat. Dort am Kreuz. Und er hat mir seine Gerechtigkeit angeboten. Herr Jesus, komm du bitte in mein Leben herein. Ich glaube, dass du mein Gott bist, Herr Jesus. Und am dritten Tag bist du auferstanden von den Toten. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Von heute an ลูกจะเดินกับพระองค์ Will ich dir nachfolgen und mit dir leben. กลับใจง่ายๆ Ich kehre ganz einfach. และเชื่อฟังพระองค์ Und gehorche dir. ในนามพระเยซู Im Namen Jesu. Amen. Amen. แสดงความยินดีด้วยครับ Ich möchte euch meine Freude zum Ausdruck bringen. และพบพี่น้องในคำสอนตอนที่4นะครับUnd bald geht's weiter mit dem vierten Teil der Lehre. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องอย่างมากเหลือล้นนะครับ Gott segne euch überreich. Amen. Amen. Die Bibel sagt, dass Gottes Wort Nahrung für den Heiligen Geist ist.
Ich bin mir sicher, dass ihr die himmlische Nahrung durch dieses Video erhalten habt und dass Gott euch Kraft und Salbung schenkt und euch auf euren Weg begleitet. Bitte den nächsten Teil folgen. Sawadee ka.